Heute mit dem Duell mit dem FC Sevilla. Quatsch, mit dem FC Villarreal. So rum ist es richtig. Also, herzlich willkommen zum Copa-Finale. Wir haben das letzte Spiel mit 2-1 in Madrid gewonnen. Das heißt, wir können Mallorca-Meister werden. Auf Mallorca sogar. Wenn ich das richtig sehe. Du bist halt vor. Dann darfst du heute auch mal beginnen. Ne? Auf geht's gegen Villarreal. Wir wollen natürlich das große Finale heute spielen. Garcia. Da ist auch noch. Natürlich darf er heute auch mal von Beginn an natürlich noch ran. Und er darf heute tatsächlich Kapitän sein. Sein letztes Pokalspiel. Und dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt. Wir kommen zum absoluten Höhepunkt. Wir kommen zum Finale. Wir freuen uns auf Athletic Bilbao gegen FC Villarreal. Willkommen zu diesem Spiel, willkommen zum Finale um den spanischen Pokal. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen Sie auch heute wieder willkommen. Und das ist natürlich eine Partie, die man nicht verpassen darf. Alle Zeichen stehen hier auf echtes Highlight, vielleicht sogar wieder mal echter Klassiker. Es wäre im spanischen Pokalfinale ja keine Überraschung. Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel. Athletic Bilbao gegen Wir wissen alle, dass es nicht immer leicht ist, nach einer langen Saison noch mal einen draufzusetzen. Aber Finale im spanischen Pokal, das muss doch Motivation genug sein. Und ich glaube, dass uns beide Teams hier heute noch mal begeistern werden. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld. Ja, 4-4-2 mit Raute sind sie im Grunde da in der Zentrale ganz gut aufgestellt. Und es bieten sich ja auch noch die Möglichkeiten, da über außen gefährlich zu agieren. Das ist die heutige Aufstellung des FC Villarreal. Klassisch sieht das aus, ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. In den letzten 20 Jahren ist der FC Villarreal eine Erfolgsgeschichte. Erfolgsgeschichte der spanischen Liga. Da 98 ging so, auf geht's. Schon das ein oder andere Mal für Überraschungen sorgen können. Die gehören sicher zu den Top 8, vielleicht sogar zu den Top 6 in Spanien. Auf geht's. Wir wollen natürlich den ersten Titel schon mal fix machen. Und in der nächsten Partie auf Mallorca dann den großen Schritt in Richtung Meisterschaft. Wir können jetzt also den nächsten Mal spielen tatsächlich den großen, das Double schon klar machen. Und einer wird sich heute vom Pokal zumindest verabschieden. Das ist nämlich er hier, Raúl García. Und das ist jetzt mal den Jackie Williams mit dem 1:0 für uns. Das 6 Minuten. Ich glaube, das war nämlich das zweite Team, wo wir unentschieden gespielt haben. Wir haben nämlich gegen Getafe, auswärts, unentschieden. Und da glaube ich gegen Villarreal ebenfalls zu Hause mit dem Unentschieden zum 2:2. Und hatte wir ja gegen FC Sevilla, mit dem wir da in der Liga auch noch eine kleine Rechnung aufhaben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Wie gesagt, mit so einem 2:1 in Madrid haben wir natürlich den großen Schritt in Richtung Titel gemacht. Aber wie gesagt, natürlich erstmal die Hausaufgabe hier im Pokal. Und dann können wir nächste Woche nach Malle und dann können wir hoffentlich feiern. Ja? Mal schauen. Johan Mojica. Kollegen bieten sich an. Da holen sie sich mit diesem Zweikampf. Das könnte eine gelbe geben. Ich glaube, das könnte gelb. Ich habe nämlich gerade, bis der vorne der Stürmer durchläuft. So früh im Spiel. Nicht
Rika mit der gelben. Damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Sie können über den Flügel kommen. Muniain. Iñaki Williams. Oh, da ist ein bisschen Platz. Es gibt Ecke. Abschluss? Hat er den so verzogen? Ich dachte mir, wäre der Ecke gewesen, dass er noch da dran war. Garcia. Oh, Garcia. Unai Vencedor. Die Chance für Williams. Williams. Sehr gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Ich muss jetzt gerade ein bisschen abwarten, weil es könnte ja so eine. Williams. Großer Bell. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Sie bringen den Ball in die Mitte. Ja, Sie können erstmal klären. Hab dich. Weiter geht es mit einem Einwurf. Sehr guter Einsatz. Kein Foul, Witz. Und es ist noch nicht die Chance, haben wir hier, Gast hier. Er hat versucht, er wollte mal Freundsport durchspielen. Giovanni Lo Celso. Geray, sehr gut dazwischen gegangen. Samuel Chukwueze. Villarreal über den Flügel. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Raul Garcia kommt auch nicht durch. Der will ja sich unbedingt mit dem Treffer verabschieden heute, der Kapitän, heutige Kapitän zumindest. Irgendwer kommt immer noch mit dem Fuß dazwischen. Er hatte kurzzeitig nicht mehr den richtigen Halt, aber er fängt. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Da ist jawohl. Das Tor. Und damit liegen sie in diesem Finale mit 2 Toren. 2-0. Iñaki. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zu ja, hier der Ball gewinnt. Von Garcia, von Williams selber eingeleitet. Doppelpack, Doppelpass mit Uniain und dann rein ins Glück. 2-0. Er kann sich durchsetzen. So, Uniain. Kommt doch nichts aus bei diesem Angriff. Athletic Bilbao hat in diesem Spiel bislang wirklich eine überzeugende Ball. Oh ja, so ein Ball. Der gegen Atletico spät eingewechselt wurde erst. Natürlich eine Riesenparade. Nächste gute Chance für uns. So, der Ecke kommt. Kein Grund zur Aufregung. Kopfball geht rüber. Noch kein Tor von Garcia. Wie gesagt, der möchte sich gerne mit dem Tor verabschieden. Er möchte seinen Schritt dazu beitragen. Also da war heute von Beginn an mal ran. Johan Mojica. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Jetzt die Chance. Erstmal gehalten. Bekommen Sie noch eine Chance. Pause. Pausenpfiff. Das war sie. Der erste Spieler. Zu null war wichtig. Santiago Bernabeu. So, wechseln wir mal ein bisschen durch. Müssen wir ja leider aus Fitnessgründen. Das sieht da von der Gorosabel raus. Zola wird neu jetzt in die Mannschaft kommen. Es kann weitergehen. So, guck mal. Ah, kriegt er den noch irgendwie mitgelaufen? Ja, Zola. Ohne Probleme eigentlich. Hat er gut gemacht.
Jetzt können sie kontern. Oh, und der macht einfach nur den Schritt darüber und dann ist er durchmarschiert. Johan Murica, der gelb vorbelastete, geht vom Platz. Oh, Ballverlust. Muriay. Muriay. Garcia, nein! Boy, der wieder auf der Linie steht, das ist das erste Mal. Wechsel bei Villarreal. Ein Tor verhindert. Jetzt Eckball. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Ganz wichtig, da muss er hin. Vincedor. Oh ja, so ein Ball. Das sieht gefährlich aus. Da ist die Chance. Jetzt Dreier. 3-0. Der ist heute nicht zu halten. Und es sieht so wohl so aus, es könnten wir tatsächlich Bilbao gratulieren zum Titel Pokalsieger. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für gute Verhältnisse. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Jetzt könnte die Chance entstehen. Gerard Moreno. Jetzt ist Moreno. Und macht er das Tor. Kann er erstmal befreien. Villarreal mit dem Wechsel. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Flanke geht in den Strafraum. Da ist der Schuss. Einfache Aufgabe für Unai Simon. Gerard. Tirai, der eigentlich Innenverteidiger, wie gesagt, ist. Der ist ja Innenverteidiger eigentlich. Geht jetzt durch. Celta Vigo heißt der Gegner im nächsten Spiel in der La Liga Santander. Also ich glaube, das ist keine Aufgabe, die sie vor allzu großen Problemen stellen sollte. Könnte jetzt was werden. Gute Chance für Oyarzabal. Und das ist viel zu... Ja, man will eigentlich gerne Garcia das eine Tor schicken. Das will man unbedingt irgendwie machen. Willst du doch. Francisco Klar. Immer neu. Und. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. So, damit kann man Geld geben. Der Lott. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Williams. Ja, zu weit raus. Das ist die Chance. Garcia! Erstmal gehalten. Bekommen Sie. Elfmeter und man kriegt die große Chance. Lo Celso! Mit dem Hand helfen, mit der Hand vor, mit der Hand dran. Ja, der wird schon mal den Mann umgerannt und geht, mal, geht da mit der Hand dran. So, kriegt er seine große. Ja, er bekommt der Kapitän, verabschiedet sich mit einem Tor von der Pokalbühne. Raúl Garcia mit dem Pokaltor. Und macht dann aber seine Bude. Und jetzt wechselt er. Er wollte sein Tor machen heute und jetzt darf er dann raus. Also 4-0. Man darf sich mit dem Pokal verabschieden. Klasse Aktion, Ball ist weg.
Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Da bekommt er Unterstützung. Aber jetzt ist der Ball weg. Da nichts auf dieser Szene. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihn wohl doch zu schaffen. Da können sie kontern. Bocher. Schönes Ding, Bocher. Findet kein Mittel. Gute Chance. Sie lassen Petit! Darf auch nochmal. Gewonnen haben wir hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Nur der FC Sevilla hat uns in der Liga geschlagen und im Pokal zumindest nur den Schien abgerangen. Alles andere haben wir auseinandergenommen. Alles andere haben wir weggeschossen. 6-0 Alaves, 6-1 Osasuna. Dann der Sieg gegen Barcelona, 5-1. Dann Sevilla mit 9-6 insgesamt. Und jetzt der Stand jetzt 5-0 Sieg gegen den FC Villarreal. Und wie gesagt, nochmal, Raúl García durfte spielen, hat sich sein Tor gemacht. Auch wenn er mehrmals war, und es war halt nur ein Aktionszeichen Elfmeter. Kein Problem, ganz sicher. Und jetzt pfeift doch endlich ab, das Ding. Lass uns doch feiern, liebe Leute. Und es bleibt dabei, zu 0. Mal wieder ein Sieg zu 0. 5-0 der Sieg gegen FC Villarreal. Der erste Titel geht nach Bilbao. Der zweite sehr wahrscheinlich auch. Aber wir sollten auch die Verliererseite nicht vergessen. Auch da müssen wir sagen, Kompliment zu einem guten Spiel, zu einer guten Saison in diesem Wettbewerb. Das sehe ich ganz genauso. Auch die haben uns natürlich immer wieder begeistert. Auch ist nun mal so, wenn sie heute den Kürzeren gezogen haben. So, wir stehen in Reihe und Glied. Also wir zwei sitzen noch in Reihe und Glied, aber die Mannschaft steht in Reihe und Glied. Ich liebe ja immer dieses Prozedere zu beobachten. Also da ist Konfetti, da sind Fontänen, da sind Luftschlangen, da sind vor allem aber auch Kameraleute. So, Raúl García sagen, halt noch mal darf sich der Zibel ja hier gerade nur, aber es ist egal, wer es macht am Ende. Der Kapitän ist ja ausgewechselt worden, aber es, er macht. Ja, ist doch wahr. Ja, Buschi, leg dich nicht auf. Wo sind seine Tabletten? Ja, aber ist doch wahr. Guck dir das herzlichen Glückwunsch. Ja, Gratulation natürlich. So, jetzt geht's in die Kurve zu den. Yes, der erste Titel ist safe. Der ist es nicht mehr zu nehmen. Wie gesagt, der Meister ist es tatsächlich wahrscheinlich auch nicht mehr zu nehmen. Männer sich wie Kleinkinder freuen. Herrlich. Das stimmt. Tolle Bilder. Ja, ich denke, wie gesagt, der meiste Titel ist durch. Also da brauchen wir eigentlich keine Gedanken zu machen. Das wird wahrscheinlich jetzt im nächsten Spiel safe sein. Da, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das, ist, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Lieber Frank Buschmann. Metaphorisch eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung der Mannschaft. Es geht los. So, Hausaufgabe Nummer 1. So, hingemacht. So, gucken wir mal gerade ganz kurz, ob da noch irgendwo eine Nachricht reingekommen ist. Da ist sicherlich was doch reingekommen. Ja. Gut. Ja, und im nächsten Spiel können wir dann den Titel gegen Mallorca unter Dach und Fach machen. Wie gesagt, wir haben aktuell 13 Zähler Vorsprung. Mit Spieltag Nummer mit dem Sieg ist das Thema durch. Mit der Niederlage wird es vertagt. Also wir brauchen einen Sieg noch, um hier das Ding klar zu machen. Gut, ich würde sagen, das machen wir dann auch und hoffentlich kriegen wir es hin. Bis dahin. Tschüss.